Grammar oder das Icon Defender? Was ist das bessere Haumesser? Wenn du eine Antwort willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Ross vom Survival Shop. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem Wurstkraftareal auf waldurlaub.at. Schön, dass du dabei bist. So, ich habe vor einiger Zeit dieses Messer hier, das Icon Defender, getestet. Und da wurde sehr oft gesagt, das Grammar ist besser, das Grammar ist besser. Und ich will es wissen. Das Messer habe ich mal vom Hubert ausborgt und bevor ich es jetzt zurückgeben muss, haben wir gedacht, ich mache noch einmal einen Vergleichstest, damit dieses Thema ein für alle Mal gelöst ist. Beginnen wir gleich mit dem ersten Hacktest. Hier haben die Holzfäller eine Esche umgelegt und die darf ich bearbeiten. Ich mache nämlich aus dem Stamm dann ein Hügelbeet. Ja, wenn dir das Thema interessiert, du nicht nur auf Bushcraft und Survival bist, sondern auch auf Selbstversorger, ja, dann schau mal wieder beim Kanal vorbei. Und also ich arbeite jetzt hier mit dem Skramer und das geht durch wie Butter. Das ist eine Esche, also nicht unbedingt ein Pipifax-Balzerholz, sondern ja, wirklich was Gescheites. Also das war mit dem Skramer mal überhaupt kein Problem. Aber jetzt wollen wir den Defender sehen. Schauen wir uns an, was der Defender vom Hubert drauf hat. Der ist natürlich jetzt kürzer, weil er nur der 130er ist. Ja? Aber ich bin fair, ich verspreche, ich bin fair. Und arbeite hier mal rein und ich kann da gleich einmal eines sagen. Allzu viel Unterschied merke ich jetzt nicht. Gar, der Hebel ist ein Unterschied. Das ist ganz. Aber vom Reinbeißen. Boah, das geht genauso toll. Yeah! Ah ja, wenn auch du hierher kommen willst ins Buschkraftareal und deine Messer testen willst, zum Beispiel an Totholz, ja, dann schau auf waldurlaub.at vorbei. Billige Eigenwerbung muss auch sein. Der direkte Vergleich direkt, der hinkt jetzt vielleicht ein bisschen, weil das Kramer doch deutlich länger ist als dieses 130er Defender. Aber ich habe halt nur das. Aber ich werde fair sein. Ich verspreche es, ich werde fair sein, dass natürlich beim Kramer aufgrund des größeren Hebels auch mehr Hackleistung entsteht. Aber allein an denen liegt es ja nicht. Also ich will jetzt gar nicht auf Stahlsorten oder sowas eingehen. Das wäre auch unfair, weil das ist irgendein... Na, ich weiß nicht, was Stahl und das ist halt hochwertig, aber... Um das geht es dabei jetzt nicht. Mir geht es nur um das Arbeiten mit diesem Messer. Und ich kann eines gleich dazu sagen, weil das ist mein privates Grammar, das ich schon sehr lange habe. Und das ist das Defender vom Hubert, das ich mir ausborgt habe und jetzt leider wieder zurückgeben muss. Nein, ist alles gut. Der Griff ist mir vom Skramer lieber. Das ist nämlich, wenn du da jetzt reinschaust, das ist Gummi. Ja, irgendein Kunststoff, so gummiartig. Ja. Das liegt schön in der Hand, da hast du schön auch was Richtiges in der Hand, also so, wenn du auf das stehst. Ich weiß, was ich tue. Und das hier beim Defender, da ist es so, das ist viel schlanker. Und das kommt jetzt darauf an, wie du gebaut bist, wie deine Hand gebaut ist, was deine Vorlieben sind. Mir ist das hier nicht wuchtig genug zum Anfassen. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, überhaupt nicht. Aber das ist halt meine persönliche Meinung dazu. Aber dadurch ist es auch schlanker. Es trägt nicht so viel auf, wie das Ungetüm hier. Und so gibt es halt überall Vor- und Nachteile. Doch so ein Haumesser, ja, das muss ja auch ein bisschen schnitzen können, denn es ist ja irgendwie so ein bisschen die Idee, eine One-Tool-Option, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, nämlich ich habe ein einziges Werkzeug und kann mit dem alles tun. Und da ist es halt so, dass man auch gut schnitzen können muss. Und das habe ich bei meinem Review zu diesem Messer schon gesagt, mir geht das hier voll am, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber du weißt es, glaube ich. Diese Fehlschärfe oder dieses, das geht mir am Wecker. Natürlich kann ich jetzt hier schön arbeiten, ich kann wirklich schön nah dran greifen. Das geht alles super. Aber den Power Cut, ja, den ich so gerne mache und der gerade bei dem Messer voll genial gehen würde, da ist dieser Ausgriff einfach nicht so toll. Aber das Ding, das beißt sich durch wie ein Biber. Doch wenn du glaubst, das Grammar kann das nicht, dann muss ich dich enttäuschen. Das Grammar ist ein Skrammer. Ein richtiges Skram. Also wenn ich die Wahl habe zwischen einem Defender, auch einer größeren, längeren Version, oder dem Skrammer, dann werde ich, wenn ich rausgehen müsste und überleben müsste, mein ganzes Leben lang nur im Wald sein müsste, was in Österreich oder Deutschland sowieso nicht geht, weil Anton irgendwer vorbeikommt. Außer du kommst ins Bushcraft-Camp. Nein, Spaß beiseite. Aber wenn ich jetzt in den hohen Norden
überleben müsste, dann würde ich mir das Kramer trotzdem mitnehmen. Ich weiß, dass alle Eichhorn-Fans jetzt wahrscheinlich ganz böse auf mich sind und sagen, wie konntest du nur? Aber es ist so, es ist so. Es ist eh super. Gibt eh nix. Aber das Kramer hat für mich ein bisschen die Nase vorn. Und natürlich, ich bin jetzt voreingenommen, einfach aus dem Grund, weil ich das Kramer, upsie, schon viel, 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 viel länger habe. Und das ist so geil. Ja, das ist ein Wahnsinn. Mir taugt das immer wieder. Ich glaube allein, das hier zeigt es, aber man muss auch fair sein. Das hier ist halt ein Riesenprügel. Und den musst du halt auch mitnehmen können und wollen. Und ja. Und dieses nette kleine Teil hier ist trotzdem ein richtiges schönes Arbeitstier, mit dem du auch wirklich schön arbeiten kannst. Aber halt klein und kompakt und lieb und nett und dezenter zu tragen. Und es gibt natürlich auch, das darf man nicht vergessen, eine Kälteschere, weil es bei dem eigentlich nur ein Neujo gibt. Neben der Größe hat das Kramer einen echten Nachteil, und das ist die Scheide. Es gibt einerseits eine Lederscheide, die ich selbst nicht besitze, weil ich sie hasse. Ja, wirklich. Ich habe sie aber schon oft gesehen bei meinen Kursteilnehmern. Es sind einige, die Survival Trainer Ausbildung bei mir gemacht haben, die eben das Kramer sich auch zugelegt haben und eine Lederscheide haben. Und ich mag die überhaupt nicht. Die ist so wuchtig und groß und ich mag die halt nicht. Aber sei es drum. Du kannst so eine Kunststoffscheide dabei, die ist, kannst du dazu kaufen. Und ich hatte noch das Glück, dass es das hier gab. Das ist so ein Molle-kompatibles, ja, ich weiß nicht was, das passt ganz genau. Und habe mir dann da einen Karabiner drauf gemacht und mit dem trage ich das. Oder eben am Rucksack mit dem Molle-System. Also das ist eine super Sache, kann man hier zumachen. Aber die Scheide ist halt, jo, bescheiden. Aber da kommt gleich der große Vorteil vom Eichhorn. Also der Hubert hat mir gesagt, dass das extra gekostet hat, das mag alles sein, aber es gibt das und es ist auch möglich und einfach von der Klingenstruktur, von der Griffstruktur her ganz locker möglich. Also das hat schon was, gell? Also wenn ich jetzt den Vergleich nehme, ich weiß, dass das kürzer ist, aber auch wenn es länger wäre, wenn es die gleiche Klingenlänge hätte, das ist einfach, wah, einfach cooler. Und dann muss man natürlich auch über den Preis sprechen. Das hier ist ein deutsches Qualitätsprodukt mit Hochpreis, aber auch mit besseren Stahl etc. pp. Und das ist halt ein, ja, finnisches Billigsdorfer Arbeitsmesser, wo du dann nicht jede kleine Schraube ganz schön anschauen willst, wenn du es aus der Produktverpackung nimmst, sagst, oh mein Gott, ist das ein schönes, geil Messer, und im Bussi geben willst. Das hier ist ein Arbeitstier und deswegen hat es auch einen günstigen Preis. Ich gebe dir zu beiden den Link unten, einerseits auf Amazon und das direkt beim Hersteller, unaussprechlicher Hersteller. Aber das sind vielleicht auch einmal so ganz grobe Unterschiede. Und natürlich muss der obligate, ich will etwas Spaltentest auch hier rankommen. Also jetzt mal mit dem Defender. Ja, so weit kommt man da rein, zum Beispiel zumindest bei diesem Astral hier. Und batonieren ist überhaupt kein Problem, wenn man nur richtig auf das Ding da drauf hat. So, ist auf der Seite weggespalten, weil ich da genau einen Ast liege. Naja, so ist die Welt, aber was zu beweisen war, das war jetzt zu beweisen, oder weiß ich nicht, ist das jetzt recht gescheit gewesen, was ich gesagt habe? Nein, war es nicht, aber verzeih mir. Das hier ist vielleicht ein bisschen dünner, aber trotzdem geht das mit dem Kramer auch genauso verdammt gut oder auch nicht. So, nein, also Spaß beiseite. Beide Messer, beide Haumesser sind halt Haumesser. Und du kannst damit spalten, aber es ist halt, wenn ich das vergleiche mit einem Feniven A1, da gebe ich da oben den Link, da habe ich auch einmal ein Review dazu gemacht. Da muss ich halt schon sagen, dass das A1 ein fetter Keil ist und besser spaltet. Aber du kannst das mit denen hier trotz alledem tun. Es ist nicht das Thema. Sie machen das und sind da auch gut. Ich habe mir jetzt Handschuhe angezogen, weil es ist jetzt doch etwas
kühler hier aktuell, obwohl ich das Video im April mache. Es hat letzte Nacht geschneit, der Schnee ist jetzt eh fast wieder weg, aber da merke ich halt, dass das ein nordisches Messer ist. Während ich bei dem hier auch mit nackter Hand arbeiten kann, weil halt das Griffmaterial dementsprechend gestaltet ist, muss ich schon sagen, und ich weiß nicht, vielleicht hassen mich die Leute, die Eikhorn lieben, oder die Firma Eikhorn jetzt schon langsam, nein, überhaupt nicht, das ist nicht meine Absicht, aber das hier, das tut halt mit nackten Enden bei Wind und Wetter schon mit der Zeit einfach weh beim Arbeiten. Aber da ich sage, dann zieht man sich halt verdammt nochmal Handschuhe an, wie ich schon in meinem letzten Video gesagt habe. Und genau das ist es. Und dann merkst du es wieder nicht und dann ist alles wieder gut. Also das ist jetzt Zudern auf hohem Niveau und ich will damit auch dieses Messer überhaupt nicht schlecht machen. Überhaupt nicht. Es ist ein super Teil. Nur ich bin halt verliebt in mein Skrammer. Was soll ich tun? Wo das Eikhorn auf jeden Fall die Nase vorn hat, das ist der Klingenrücken. Der ist nämlich angeschärft auf die gesamte Länge und das ist super und wunderbar gemacht. Ich habe noch ein Skrammer aus der alten Produktion. Da ist das nicht, da habe ich das selber machen müssen. Ich habe diesen Teil hier angeschliffen. Mittlerweile ist ja das auch anders. Da ist der gesamte Teil, glaube ich, oder nur dieser Teil hier ausgenommen und angeschärft. Das haben sie mittlerweile geändert und ja, soll so sein. Ja, was ist nun das Fazit? Also für mich persönlich, das Skrammer. Oh, ich weiß schon, dass das jetzt kürzer ist, dieses Messer hier, als das Skrammer, aber das habe ich auch bewertet. Ich würde mich immer für das Skrammer entscheiden, aber das bin ich. Ich kenne so viele Leute, die ganz geil, ich habe das Wort gesagt, aber ganz vernarrt in dieses Ding hier sind. Und ich kann es verstehen, weil es sich gut angreift und ich habe das auch gerne, ich habe schon so viele Messer, also werde ich mir das nicht zulegen. Aber wenn du jetzt sagst, du willst etwas Hochwertiges, dir gefällt dieses Design einfach nicht und du willst diesen fetten Griff und du willst nicht einen Prügel mit dir herumschleppen, der halt einfach auffällt, ich meine, das schaust aus wie, weiß ich nicht was, ja, wie ein Terrorist oder so, und das kannst du eher dezent tragen und das ist am Rucksack schön drauf und es gibt besseres Zubehör und so weiter und überhaupt, dann ist auch das eine wunderbare Lösung, mit der du hundertprozentig glücklich sein wirst, das garantiere ich dir. Aber ich bin halt aber das Kramer-Fan. Das war's. Schreib mir bitte einen Kommentar. Welches dieser beiden Messer würdest du vorziehen oder ziehst du vor? Hast du welches? Erzähl uns was, damit alle anderen auch ein bisschen was davon haben. Schau auch vorbei auf faldurlaub.at. Die Saison beginnt wieder. Komm ins Buschkraftcamp, das würde mich freuen. Link findest du unten. Danke fürs Dabeisein. Daumen nach oben, Abo, Link und bis bald. Ciao.